Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Lonline vor allem, ne? Hier, hallo, wink mal. Dankeschön. So, ich bin's, der Black und es blendet gerade ein bisschen, deswegen nehme ich die Cappy noch ein bisschen runter. Ich sehe echt rot auf dem Handy, auf dem Bild aus heute. Naja. Ist halt eine billige Facecam. Was soll's. So, wir machen, anstatt erst einmal die Dingens-Quest zu machen, machen wir hier stattdessen heute mal weiter mit dem Kraut der Stärke. Denn das Kraut der Stärke gibt mir Stärke, weil es Stärke verleiht. Und überhaupt. Nee, wir machen weiter, weil ich die Quest schon angefangen habe und ich glaube, die muss ich wieder aufgeben, um die andere Daily zu machen. Und deswegen werden wir erst einmal heute den Ablauf ein bisschen ändern und zuerst eine Runde der Kraut der Stärke machen und dann die Daily, ja, zur Daily flitzen, so ist richtig gesagt. Okay. So, ansonsten, ja, was gibt Neues? Ich habe ja euch ja erzählt in der letzten Folge, dass ich 2 Kronen bekommen habe und ja, die sind jetzt auch drin. Ich freue mich, dass das alles so gut funktioniert hat. Wir sind mit meinen Krönchen am Start und das passt so. Allerdings nicht so gut funktioniert hat mein Router, mein alter. Ja, ihr habt schon gerade rausgehört. Ich habe einen neuen, zwangsweise einen neuen Router, weil der andere den hat, ja, entschärft. Ja. Mein alter Speedboard Hybrid, der war ja damals noch über die Telekom und hast du nicht gesehen, bestellt hier, als ich den Anschluss genommen habe, weil ich ja eben diesen Hybridanschluss hatte. Das ist ja seit einer Weile sowieso abgeschalten, weil ja, jetzt habe ich eine schnell genug Leitung, dass das Hybrid eben nicht mehr notwendig ist. Entsprechend ist natürlich auch so ein Hybrid-Router nicht mehr notwendig und ja, deswegen habe ich auch jetzt einen anderen Router, weil der hat ja damals 400 Euro gekostet, der alte. Ich habe den bar bezahlt, habe ja 6-7 Jahre oder so hatte ich den, glaube ich. Bin jetzt nicht hundertprozentig drin, aber ich glaube, so ungefähr ist es. Und so ab 4 Jahren oder so rentiert sich das, wenn man den kauft. Deswegen habe ich das auch diesmal wieder gemacht, habe nicht die Verlegenheit angeführt zu sagen, jo, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und werde mir eine Tempelblume sammeln. Nein, ich habe gesagt, ich kaufe mir den wieder, weil kaufen einfach günstiger ist. Ne? Selbst wenn er jetzt, ich habe 140 Euro diesmal für bezahlt, ist übrigens auch wieder ein Telekom-Router. Ich habe zwar überlegt, mir eine Fritz-Box zu kaufen, die sind besser, aber war halt auch doppelt so teuer und da hatte ich gedacht, ach scheiß, komm, was soll's. Telekom geht auch. Hatten wir vorher, geht jetzt auch. Umso leichter war es ja das Einrichten, weil das macht er automatisch dann. Braucht ihn mich nicht großartig drum kümmern. Ja, jedenfalls ist es so, dass der neue Router halt so ein Speedport Smart 4, keine Ahnung, wie die Dinger jetzt da genau heißen, ist. Und mit dem bin ich auch bis jetzt ganz zufrieden. Der macht auf jeden Fall so Zeug. Ich hoffe halt wirklich, dass er länger als 3 Jahre hält. Weil auch dann rentiert sich wieder, ne? Braucht man ja nur mal hochrechnen. Ich glaube 5 Euro oder 6 Euro Zuzahlung, wenn du zur normalen Rechnung, wenn du den Router mietest, ne? Also rechnen wir einfach mal mit 5 Euro. 5 Euro, das heißt 12 Monate, 12 Euro, also 12 mal 5. Ja, jetzt 50, 60, genau, Entschuldigung, das hat sehr lang gedauert. Ne? 60 Euro, 140 habe ich dafür bezahlt, das heißt nach 2 Jahren wären schon 120 Euro, hätte ich das Ding nur gemietet. Und schon im dritten Jahr würde sich der neue Router rentieren. Und da muss man doch echt sagen, ja, warum denn nicht? Das ist, ich halte sowieso nichts davon, Sachen unbedingt leihweise zu kaufen. Klar, wenn jetzt ein Blitz einschlägt, in Anführungsstrichen, oder irgendwas anderes passiert, dann habe ich jetzt gleich relativ schnell wieder einen neuen Router zur Verfügung. Das mag alles schön und gut sein, weil ich dann von der Telekom einen zugeschickt bekommen würde. Aber ehrlich gesagt, erstens ist es meiner. Zweitens ist das Tempelkraut, das braucht kein Mensch. Drittens ist es, wie gesagt, gerade weil es meiner ist, geht man auch pfleglicher damit um. Achte darauf, dass eben, ja, gerade bei Gewittern oder sowas in der Art, ein Überspannungsschutz mit drin ist. Der ist sowieso immer mit dabei bei mir. Und B, ja, dann zieht man halt auch mal raus. Weil man es kann. Und weil man darauf achtet, ist der eigene, ist dann halt auch günstiger. Und so weiter und so fort. Ne? Wie gesagt, man muss halt auch noch hinzusagen, die ganze Dingens, wenn der doppelt so lange hält wie bei normalen Leuten, was ich nicht mal ausschließe, dass der bei den anderen genauso hält, dann ist es sowieso
hat sich sowieso erledigt, ne? Das heißt, wenn es nicht ein Eigenverschulden ist und der normal kaputt geht, habe ich ja sowieso noch Garantie drauf. Das heißt, also ich verstehe eigentlich nicht, warum die Leute Router mieten. Punkt. Ist dein eigener, klar, du hast ein bisschen mehr Services dabei und hast du nicht gesehen. Aber nee, was will ich denn mit den ganzen Services, wenn ich selber kann? Und wenn ich nicht selber kann, dann so schwer ist das nicht. Dann lernt man das. Mal, wie gesagt, wenn man halt bei der Telekom ist und sich einen Telekom-Router kauft, dann braucht man fast gar nichts machen. Macht ja alles von alleine. So. Bis auf vielleicht das WLAN einstellen. So. Okay, und natürlich die Portweiterleitung, aber das hat ja ein normaler Mensch eh nicht. Wer sich damit nicht auskennt, der hat auch keine eingerichtet. So, und jetzt gehen wir aber in Richtung der nächsten Kabu. Wer weiß, immer feste. Bin ich schon zu weit? War da hier irgendwo? Hier, Inselkräuter. Wollte gerade sagen. Ah, die kommen gerade erst wieder. Ich habe wahrscheinlich irgendwo was übersprungen. Naja, ist egal. Wir lassen das mit dem Überspringen auch gerne nochmal durchgehen. Ich muss bei Gelegenheit mal gucken. Übrigens auch nochmal Dankeschön an die letzte Woche, wo ich ja ja das ein oder andere Equipment geschenkt bekommen habe. Ich habe es noch nicht genau angeguckt. Wir waren ja mal kurz beim drüber gucken. Die Army ist eventuell, wenn wir sie ein bisschen plusen, stärker. Aber bis jetzt könnte ich, weil die ja plus 12 ist, die Originale nehmen und würde halt auch damit da auskommen. Das waren die 5. Wir können weiterziehen. Deswegen sehe ich es momentan jetzt noch nicht so als so kritisch an, dass ich da was Neues mir be- oder versorgen muss. So. Naja, jedenfalls ist es so, dass die Army, die wir haben, jetzt momentan auch ganz gut ist. Aber bei der Rüstung sieht die Sache anders aus. Da könnte es durchaus sein, dass sich da das ein oder andere durchaus ergibt. Wobei halt, ne, die neue Army, schon allein der Boost an Zielgenauigkeit, der macht's dann ja auch aus, das muss man dann sehen, ob eventuell wir so sehr müssen, dass wir zwar genug Schaden machen, aber eh nicht mehr treffen, dann lohnt sich natürlich auch dann der Umstieg, selbst wenn die andere plus 0 ist. So, und bleibt. So, okay. Wollte ich nochmal sagen, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, darf ich immer, erinnere ich immer sehr gerne dran, so, solange es besser ist als mein Zeug, muss das auch nicht irgendwelches High-End-Gemüse sein. So, alles klar, wir haben 50 Kraut der Stärke. Gehen mal ganz kurz diese Queste abgeben. Ja. Dann vergesse ich das nämlich. Und dann reiten wir mal irgendwo hin, wo nicht gerade eine Mauer im Weg ist. Oder ein Berg. Okay, wir gehen in Richtung unserer Daily Quest, denn logischerweise, die bringt natürlich am meisten. Ich werde übrigens die Folge heute ein bisschen kürzer halten, das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich habe Besuch da. Die will ich ja nicht unnötig lange alleine da sitzen lassen. Ja, ne, muss ja nicht sein, macht man nicht, weil ich ein lieber Mensch bin. Naja, jedenfalls ist es dann, was ist das denn hier für Zeug? Tempelblumen, achso. Jedenfalls ist es dann so, dass wir jetzt erstmal in Richtung Daily rennen. Juhu, ich freue mich. Ein bisschen. So. Mit meiner Schlacht um Mittelerde 2 Liga sind wir ja mittlerweile auch in die letzte Runde gekommen. Das heißt, demnächst muss ich mal die Ringkriegsgeschichte angehen. Werden wir auch tun. Aber noch nicht gleich. Das heißt aber, da muss noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Zeit ins Land ziehen klingt doof. Also ein bisschen was muss noch geschehen, um die Daily-Geschichte ordentlich angehen zu können. Aber das kriegen wir auch hin. Alles gut. Ja. Ihr habt sicher keine Ahnung, worum es geht. Oh, Pandoria ist da. Ach nee, Pandora. So, okay. Übrigens, Elika, ich habe noch immer nichts von ihr gehört. Und ja, ich muss die Quest abgeben. Ich dachte, ich hätte eine frei gehabt. Aber irgendwo muss ich dann ein anderes angenommen haben dafür. Könnte auch dieses kostbare Erz rauskommen. Komm. Das. Solange eh keins da ist, dieses Wurst. So, okay. Versteckte Quest. Vielleicht war es die falsche, die ich gerade angenommen habe. Ist egal, jetzt habe ich beide. Gucken wir mal. Okay. So, wir gehen. Wir gehen kurz die Lex abwarten und dann werden wir ein paar von den Viechern hauen und laufen dann gemütlich wieder zurück. Oi, ist hier aber Betrieb. Heute ist hier heute ist hier ganz schön Betrieb. Aber die stehen nur rum, ne? Ja, okay, dann kann ich ja loslegen. Ich muss vom Reittier. Jo, alles klar. Ihr steht rum.
Ich gehe hier mal ganz kurz hin. Muss aufpassen, dass ich die diesmal nicht umbringe, wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache. Deswegen werde ich nicht zu weit reinrennen. Wir haben es ja. Na? Oh Mann. Hat er Dingens nicht gezündet? Komm, komm, Lunge, komm. Nicht da, bist du doof? Oh Mann. Flüstern, sorry. Sorry. Das war meine Schuld. Guck mal, der Nippi hat den Kokos Ivi verloren. Naja, gut, wir machen weiter. Ich hab's geschrieben. Hier auch nochmal große Sorry. Warum hat das Viech den Fokus verloren? Ich gehe in die andere Richtung jetzt. So, Punkt. Warum ist sowas. Wie kann sowas passieren? Vor allem, warum leckt das hier so extrem? Ich gehe mal lieber hier lang. Lief gerade sowieso sehr merkwürdig. Hat wahrscheinlich der Dingens nicht gezündet. Und hast du Dingens und Bummens und so weiter und so fort. Und ich wollte den eigentlich rausziehen. Und dann hat er auf einmal auf den anderen gehauen. Wahrscheinlich kann ich den nicht so weit ziehen. Das wird es wahrscheinlich sein. Weil anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wobei, müssten wir ja gleich sehen. Ja gut, bei dem hier sehen wir es nicht mehr. Ich kann mir halt nicht vorstellen. War das Volker der Graue, den ich umgehauen habe? Ich glaube schon, ne? Ja, klar, habe ich angeflüstert. Wie gesagt, es war echt. Fühle mich jetzt gerade recht mies, muss ich sagen. Ich hoffe natürlich, dass derjenige welche Tefa drauf hat, weil sonst habe ich ihm wieder ordentlich was an Arbeit verschafft. Aber ich gehe ehrlich gesagt von aus, dass das bei so einem, auf dem Level jemand, der aktiv spielt, sowieso macht. So, okay. Lalalala. So. Ich hab keine Ahnung, warum der Mistpi den Fokus verloren hat. Mann, oh, ich ärgere mich voll. Weil ich bin ja der Einzige, der draufgehauen hat. Oh, ist alles gut. Ha, puh. Dann ist gut. Dann ist gut. Okay. Puh. Da bin ich froh. Mit H. Froh mit H. Froh mit H. Froh. So. Okay. So. Also auf jeden Fall, sorry nochmal, Volker. Das war eine doofe Sache. Und passiert bestimmt nie wieder heute. So. Ich weiß auch nicht, was das für eine Sache war. Also, ganz ehrlich, da muss ich ja. Bin gleich fertig. Also, müsstet mich laden. Schon fertig. So, genau. Hopp. Wir gehen wieder auf Dingens. Ich kann euch trotzdem in Gruppe nehmen. So. Yep. Hi und danke. Guck mal, bin aber schon fertig mit meiner und ziehe weiter. So. So. Nochmal danke an Schokobärchen Popo seit
Nee, Popseite. Popo-Seite. Und Barbarella. Uiuiui. So. Ach, meine Güte. So. Die sind auch Stufe 36, 37. Das heißt, wir hauen andere Viecher als ich. Insofern alles gut. So. Hopp. Best abschließen. Okay. Da ist er, der Volker. Nochmal sorry. Los geht's. Wir ziehen weiter. So. So, okay. Ich danke euch, wie gesagt, für die Einladung und so weiter und so fort. Ach, ich bin heute hier vollkommen durch den Wind. Aber so viel Spielerkontakt hat man auch selten in letzter Zeit, muss ich sagen. Das lenkt komplett ab. So. Da gab es ein nettes Oki, so wie es halt sein sollte. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Leveln. Ja, seid ihr auch schon deutlich weiter als ich. Da geht noch was. Ihr kriegt das hin. So, ich werde mal, ich werde mal noch 10 Minuten oder so, oder 5 Minuten machen. Wieder ein bisschen die Quest anfangen, die wir hatten. Dazu sollte ich es aber vielleicht erstmal einnehmen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier, Hilfe für Jonah 2 ist es nicht. Wo ist es denn? Ja, wie gesagt, vor allem Hilfe für Jonah 2. Ich habe sie ja weggemacht, ne? Ihr seht's ja. Ich brauche... Wo ist es denn? Habe ich die wieder? Das ist total wiederholbar. Ach so, ich habe ja die Ärzte abgegeben. Genau. Ne, ich habe ja die Ärzte aufgegeben. Alles klar, ich erinnere mich. So. Okay, jetzt mal wieder ordentlich laufen. So. Und grob gucken, wo wir denn das schöne Inselkraut finden. Hier zum Beispiel. Und dann geht's los. So, aus Grimbo bin ich mittlerweile gekickt worden. Ist richtig so. Sonst hätte ich gleich selbst verschwinden müssen. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass mir die blöde Alraune hier in Ruhe lässt. Ja, genau. Dankeschön. Tim Tom. Und Tim Tom. Okay. Ja, gegen den Nagel ist ein Kraut gewachsen. Oder für, je nachdem. Lalalala. So. Wir gehen weiter. Ich freue mich. Aber schön ist halt, ne? Wie gesagt, die Jungs, auch wir haben zwar zuerst gedacht, wahrscheinlich ich mache dieses und jenes, also die Jungs und Mädels, entschuldigt bitte, haben gedacht, ich mache ihre Daily mit oder ihre WDH, wahrscheinlich letzteres, haben gesagt, ja okay, wir haben noch Platz, laden wir ein. So sollte es sein, war nicht früher immer der Fall. Und es gibt sicher auch heute noch Leute, die das insofern nicht so machen. Ich meine, wenn ich wieder Spot teilen müsste und so weiter in der Art, mache ich das auch immer. Ich versuche es, ich versuche das natürlich immer, oder ich bin da ein bisschen zögerlich. Wenn ich zuerst da bin, dann warte ich in der Regel nicht auf die Einladung, dann lade ich halt ein. So wie es halt jetzt auch gewesen sein muss. Ich glaube, waren auch ihr? Oder war ich eher? Ich weiß es nicht. Ist egal. Volker war auf jeden Fall ihr. Und der hat ja auch gesagt, Gruppe und so. Und hat die anderen Jungs eingeladen. Oder Mädels. So. Und diese wiederum mich. Und so klappt das doch. Dass man miteinander und so weiter und so fort auch auskommt. So. Ah, finde ich schön. Ein wenig Frieden und Ruhe. Ich bin ganz froh, dass ich heute nur die Inselkräuter sammel und die 5 Nepis das einzige waren, was ich heute verhau. Offensichtlich sieht man das ja. Hab aber auch nicht wirklich gut geschlafen, muss ich sagen. Ich war so, gegen 12 bin ich ins Bett und gegen, 5 war ich wach. Frühschicht halt, ne? Was willst du machen? So, okay. Wir gucken weiter. Ja, Richtung Stück. Achso, ich hätte mal reingucken können, ob das Erz eventuell mal wieder respawnt, aber andererseits, nö. Das Erzsammeln dauert mir zu lange, als dass ich da mich jetzt noch groß kümmern wollen würde. Insofern ist schon alles gut so. So, wir gucken, ob wir stattdessen ein bisschen Kraut finden. Denn nur wer dem Kraut vertraut, der singt ganz laut. So, da haben wir ein bisschen was. Hüpf. 1. Und
2, wie sind wir denn bei 25 fast, wird wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder so werden wie jetzt, beziehungsweise beim nächsten Mal muss ich gar nicht, weil ich habe ja die andere Quest aufgegeben, dann würde das ja funktionieren, hoffe ich. So, man muss gucken. So, halbe Zeit haben wir ja schon wieder. Juhu. Ja, wie gesagt, mit Elika würde das alles ein bisschen schneller gehen. Allerdings, ich nehme an, wirklich, dass er extremst überarbeitet ist momentan. Geht ja alles wieder auf und hast du nicht gesehen. Und die Zeit des Faulenzens ist vielleicht nicht vorbei, weil wir immer noch Corona haben. Aber es ist weniger geworden. Ja. Das heißt, man muss hier und da wieder hingehen, denn wie gesagt, die Ungeimpften, werden wahrscheinlich, wenn dann überhaupt, zu Hause bleiben müssen und nicht die schon sich eine verpassen haben lassen. Zumindest nicht im ersten Moment, solange da die Infektionsrate nicht so extrem ist. Allerdings gibt es ja auch schon wieder, muss ich gleich mal dazu sagen, einige, die meinen, ja, ich bin nicht ungeimpft und ich bin geimpft oder ungeimpft, das ist ja meine Entscheidung, das ist ja auch okay, dass ich das entscheiden kann. Soweit so gut, soweit so richtig. Aber, wenn ich mich entscheide dafür, nicht zu impfen, dann darf ich keine Sanktionen bekommen. Das ist ja eine Schweinerei, das ist ja alles wieder Diktatur und hast du nicht gesehen, ich werde ja zur Impfung gezwungen. Auch das stimmt nicht. Ne? Das ist wieder mal Unsinn. Warum? Ist ganz klar, ne? Ich versuche das mal auf ein anderes Thema abzuändern. Ja, ich habe mich dafür entschieden, keinen Führerschein zu machen. Und jetzt verbieten die mir, dass ich Auto fahre, nur weil ich keinen Führerschein habe. Das ist ja eine richtige Verkehrsdiktatur. Weißt du, was ich meine? Das ist schon wieder das Tempelkraut. Das hat damit nichts zu suchen. Also insofern, ja, wisst ihr Bescheid, dieses Argument könnt ihr quasi direkt mal so widerlegen, wenn euch einer da diesbezüglich anspricht. Weil letzten Endes, natürlich, jede Entscheidung ist einem freigestellt, allerdings hat auch jede Entscheidung immer Konsequenzen und die muss man dann halt hinterher akzeptieren. Und wenn man hinterher akzeptiert hat, naja, okay, dann gehe ich halt noch eine Weile mal nicht raus, dann ist das so, dann ist das auch okay, dann darf man das machen. Allerdings, wenn es zur Sicherheit notwendig ist, dass man eben statt der anderen wieder ein paar Einschränkungen kriegt, ja, dann ist auch das okay. Dann muss man das aber auch akzeptieren. Denn die anderen haben die Entscheidung getroffen, dass sie ja vielleicht was unternehmen wollen und sich dafür impfen lassen. No? So ist das halt. Naja, so, okay. Genug von diesem Thema. Wir wollten eh nicht mehr viel machen. Ich werde aber trotzdem die Quest jetzt noch zu Ende machen. Dann wird es dann doch eine fast 30 Minuten Folge. Was soll's? Hey, hör auf zu hauen. Er hat mich gehauen, ich hab's genau gesehen. Na gut. So. Bin gespannt, ob die zwei Mädels wieder da sind. Denn wie gesagt, wir haben Besuch, nämlich die Schwiegereltern. Da ich vor 5 Minuten erfahren habe, dass die dann auch zum Essen bleiben, weil meine Frau mir das relativ spät verarbeitet hat, haben wir natürlich entsprechend nicht genug da. Nicht, weil ich jetzt groß einkaufen gehe, aber weil wir halt zu dem Zeitpunkt hätten noch eine extra Portion bei HelloFresh mit dazu bestellen können. Wäre ja auch gegangen. Hätte Fahrradkette. Naja, es ist jetzt wie es ist. Wir futtern halt heute irgendwas anders. Schade, ich habe mich schon auf HelloFresh gefreut. So, Leonie hat Karies durch Freundespunkte erhalten. Immer schön Zähne putzen und herzlichen Glückwunsch. So, okay. Und ja, für alle, die neu dazu schauen und mir nur sporadisch folgen. Ich weiß, dass das Karies heißt. Aber Karies klingt doch viel anders. So, noch einmal hat Leonie Karies durch Freundespunkte erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Freundespunkte sind schon was Süßes. So, wir gehen natürlich wieder unsere übliche Runde ab. Werden üblicherweise am Tempelkraut vorbeilaufen. Und Leonie hat erneut Karies bekommen. Meine Güte, der Zahnarzt wird aber teuer diesmal. So. Okay, noch 3. Die müssten da eigentlich auch. Oh ja, genau. Die müssten da eigentlich auch hier mit auftauchen. Tun sie auch. Entweder bin ich heute schnell und lasse ständig einen Spot aus. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber naja, gut. Solange wir gerade so hinkommen, ist es ja eigentlich relativ Wurst. So. Okay. 50-50. Wir geben noch ab.
damit wir das nicht vergessen. Und so. Abgegeben ist, ne? Ja, genau. Okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.